Was verbirgt sich denn Schönes in dieser Richtung? Ja, ja, ja. Zack. Wie schön die auch immer wegfliegen dann. Wenn ich die Einträge von diesen Gegnern lesen würde, würde ich dann verstehen, warum die hier so viel eingefroren in der Gegend rumstehen. Echt viele. Huch, du hast dich ein bisschen versteckt hier. Überall. Es sind überall nur mehr Geistessens irgendwie. Was mir, wie gesagt, nichts ausmacht. Ich wundere mich nur. So, irgendwie verprügel ich dich da. Ich habe keine Frames mehr anscheinend. Hauptsache der Gegner ist tot. Aber bis auf diese... Ah, ich wollte mich gerade beschweren. Bis auf diese kleinen ist hier nicht viel los, aber hier ist noch so einer. Sind das da hinten? Ist das eine Pflanze? Kann ich bitte den Gegner direkt vor mir anvisieren? Danke. Au. Das ist auch wieder einer von denen, die so viel einfrieren. Was ist denn das da oben, dieser komische Wurm? Sieht irgendwie aus wie ein aggressiver Spargel. Ist das ein tödlicher Spargel? Im Winter? Der gute Eisspargel, wer kennt ihn nicht? Hätte jetzt vielleicht eher einen Grünkohl erwartet. Echt einfach irgendwie ein Spargel. Was zum Geier bist du? Da muss ich jetzt ganz kurz mal nachgucken, was das ist, zumindest wie das heißt. Falkenfächerhersteller eventuell? Nein, Goldlotus-Guai. Ich mach von hier aus hoch. Nee, geht nicht. Okay, es ist ein Goldlotus-Guai. Ich kann ihn jetzt nur nicht anklicken, ohne die anderen alle zu markieren und dann weiß ich nicht mehr, wen ich schon gelesen habe, wen nicht.
Gehe ich hier schon zu weit weiter? Hier sieht es ziemlich weitergehend aus, oder? Sollte ich doch erstmal zu dem Gebäude gucken, wo der eine da rumgewütet hat? Er hat ein rotes Icon, das gefällt mir nicht. Ja, macht Schaden. Ist das nicht sehr ausgewichen? Du machst doch bestimmt kein Feuer als Eisviech. Eisgeier, Pleitegeier. Mist. Yes, ich hab ihn. Ah, jetzt kann ich ein Eisgeier werden. Kein Aasgeier, ein Eisgeier. Falken-Eremit. Gibt's ja noch was außer dem Falken-Eremiten? Ja, ich glaube, hier geht's weiter. Also so weiter, weiter. Ich gehe mal wieder zu dem Gebäude und guck mal, wer das einen Wutanfall hat. Und falls es bei dem Gebäude auch irgendwo dann hinterher weitergeht, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Da ist noch eine Baumperle. Ich weiß zwar noch nicht genau, was die macht. Aber ich nehme sie gerne mit. Ah, und das ist noch so ein... noch so ein Spargel. Werfe ich den von hier aus vielleicht? Ja. Ich bin leider kein Experte, wie Lotus an sich aussieht, aber ich finde einfach, das sieht aus wie ein Spargel. Das kannst du mir nichts erzählen. Baumperle schon, ne? Wieso habe ich hier so viele Baumperlen übersehen? Wenn wir so Samen sammeln von diesen Pflanzen, heißt das dann, dass wir die im Laden ab dann kaufen können? Weil wir können ja nichts anpflanzen, das ist hier kein Farming-Simulator. Und wozu brauche ich dann die Samen? Gut, einmal rasten und dann gucke ich mal, wer hier so rumschreit. Kann ich hier irgendwem helfen? Oder irgendwen verprügeln? Ist das der Affendude? Well, well. Harsh winds and an old friend. I couldn't be happier. Join me. Snow is the best soil for poetry. Ich mach doch hier keinem Gegner was leicht, wer bin ich denn? Bei mir gibt's nur ganz oder gar nicht. Du wirst gemobbt, bis du tot umfällst.
Ich sehe schon gar nicht mehr, was überhaupt noch geht. Oh, ausweichen geht nicht. So, weg mit dir. Hold it, my friend. Sit with me a while. Darkfurred, devious-natured, hunting that Gwai is no simple task. You do have some skills, but this land bites with cold. Lack of readiness could be your undoing. Our reunion is destined. And so is my role to teach you this little trick. Ah, I am extraordinary, as is my flame. It shall help you in need, be it injury, weariness, or frostbite. Beast or Yaogwai, none shall dare to draw nigh. Feuerkreis. Ein vom Stab gemalter feuriger Kreis, in dessen Inneren sich der Außerkorene schnell erholen kann. Cool. Also so ein bisschen eine Ausruhzone für mich. Das ist ganz nice. Frag mich, welchen Zauber das setzt. Also in welchen Slot das kommt. Geht's hier auch irgendwo weiter, ja Mist. Führen hier beide Wege zum Ziel. Komme ich jetzt hier wieder irgendwo ran, wo ich über den anderen Weg auch gekommen wäre? Das da vorne sieht sehr wichtig aus. Das ist ein UFO. Geronimo? To joining you. Oh, I don't deserve you. That old bastard has really made good use of Wukong's relic. Even you, a celestial courtier, bend to his will.
Yet my ears tell me that the Destined One has got a money wheel. Pity. Reckon it won't be your master who unlocks these metals eventually. These gold symbols are made by our Grand Master. And you think a puny monkey can go beyond that? General, how could you know he's here below? Turtle? Snake? Who cares? I caught a whiff of monkey scent familiar enough for me to sound my welcome! Master valued your talents. He kept you alive beneath the pagoda for your own good. How ungrateful. Evidently, you just don't deserve the ecstasy of the New West. Bist du der Nordstern, der auch entführt wurde von diesem anderen Dude? Eigentlich verprügel ich keine Ladies, aber bei dir mache ich mal eine Ausnahme. Nicht mal, die verspricht mir irgendwelche Ekstase. Wer bin ich da, nein zu sagen? Meine Dame, bitte warten Sie einen Moment. Au. Ich hätte vielleicht mal rasten sollen vorher. Oh Gott, meine Frames. Oh Gott, meine Frames. Kannst du bitte ein paar weniger aufwendige Spezialeffekte machen? Sie ist auch ein Drache. Theoretisch. Oder bist du der Drache von vorhin? Ich weiß nicht, was du gerade vorhattest, aber Schnauze. Oh. Ouch. Obey our master and stop your suffering. Nee, danke, ich will dem fetten Buddha-Baby nicht gehorchen. As stubborn as a stone, my word. Aber wie cool, dass wir in dem Kapitel irgendwie lauter Yaogai-Königinnen finden. Ah, die hat hier so ein Respawn-Point und da ist auch ein Dings und wir schwimmen jetzt einfach auf eine riesen Drachenschildkröte. Warum auch nicht, ne? Dragon Turtle. Dann muss ich separat irgendwann nochmal versuchen, dran zu denken, zu gucken, wo der andere Weg hingegangen wäre. Hier werde ich mich ja wahrscheinlich nicht viel umgucken können. Oder? Ich kann ja auch einfach auf der Turtle rumspazieren. Ich muss gar nicht mit der Troller kämpfen. Ich kann auch hier einfach lang. Okay, aber hier kommen wir schon wieder in verlaufiges Territory. Oben hat aber irgendwas geleuchtet. Ich geh schon gleich wieder zu der. Ich will mich nur ganz kleines bisschen umgucken hier gerade. Einfach weil ich es kann. Weil ich neugierig bin.
Und weil hier wieder so ein Spargel ist. Au, Spargel tut weh. Nicht mal zu dem Kopf von der Schildkröte gucken. Vielleicht ist das ja eine Verwandte von Groß Arduin oder so. Das hat so viele Ebenen hier. Ich übersehe hier nicht so viel. Hallo Schildi. Auf den Kopf kann ich wahrscheinlich nicht springen. Der wird hier zu Ende sein wahrscheinlich. Oder? Ja. Wie cool. Oh, wir sind einfach auf einer riesigen schwimmenden Insel. Einer lebenden schwimmenden Insel. General Schildkröte. Bin gespannt, wer in dieser goldenen Zimbel gefangen ist. Ich habe noch nicht ganz raushören können, ob die Person uns wohlwollend ist oder nicht. Nur, dass er uns mal wieder kennt. Das greift mich an, oder? Ja. Und er will aus seiner Zimbel raus. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er sich dann drüber freut, dass wir da sind, oder ob er uns dann auch gleich dann auch noch angreift. Halt. Hier gibt es aber viele Loti. Loten? Lotussen? Lotusse? Lotusse, glaube ich. Scherz beiseite, ich war gerade wirklich kurz honestly verwirrt, was der Plural von Lotus ist. Aber ich glaube, es ist Lotusse. Hier noch sonst viel verpassen. Ich dachte, ich hätte da was gesehen aus dem Augenwinkel, aber nie. Ja, ich bin zwar leicht angeschlagen, aber ich gehe trotzdem mal wieder in die Richtung hier. Ich greife sie jetzt einfach ganz heimlich von hinten an, da wird sie niemals damit rechnen. Died and come back. Autsch. Ich verstehe nicht, was die sagt irgendwie. Ich habe gerade nicht wirklich Zeit, die Untertitel zu lesen gleichzeitig. Okay, er kommt mehr ausweichen schon mal bei ihr. Und das ist der Grab und ich bin nicht tot. Gemein, der Blitz hat er trotzdem noch zugeschlagen. Boah, du bist so cool.
Okay, da darf ich nicht so nah an ihr dran stehen. Gut, jetzt versuche ich es aber nochmal ernsthaft. Ich habe nur leider auch gerade nicht mehr so super viel Zeit zum Aufnehmen. Ich gucke nochmal kurz mit den Zaubern. Und dann muss ich halt gucken, wie lange ich bei ihr brauche. Ah, das hatte ich befürchtet, dass dieser Kreis in der Außerkrone im Ring steht, erholt er sich schneller und die Effekte von Tränken werden verstärkt. Die Dauer des Feuerrings erlaubt es, dem Außerkrone zum Kämpfen hinauszutreten und zurückzukehren, während die Effekte noch aktiv sind. Sobald die Zeit abgelaufen ist, verschwindet der Ring. Okay. Ah. Weiß nicht, ob das jetzt cooler ist als das andere. Weil da ist halt dann der Gegner noch aktiv. Ich kann mich halt nur zurückziehen. Bei dem anderen ist halt der Gegner erstmal außer Gefecht gesetzt. Je nachdem, wenn ich das ein bisschen... Ah, wie kann man... Mit was kann man das upgraden? Was macht das dann? Für die Dauer... Im Feuerkreis wird zusätzlicher Fokus generiert. Maximale Ausdauer. Im Feuerkreis wird langsam Leben wiederhergestellt. Auch nice. Hm. Wollte aber doch erstmal irgendwas anderes. Ich wollte doch das hier, wollte ich mir erstmal holen. Damit es mit meinem Stab irgendwas macht hier. Ah, jetzt habe ich ja auch hier unten. Ausdauerwiederherstellung. Und Angriff erhöhen, auch nicht schlecht. Ich rüst's mal aus. Ich probiere das mal aus. Dass ich es mal ausprobiert habe. Muss ich dann nur selber beim Kampf dran denken, dass das jetzt einen anderen Effekt macht, als ich im Muskelgedächtnis habe. Died in combat? Your mind. Ja gut, das mit dem extra Blitzschaden, das hilft jetzt hier gegen sie natürlich nichts. Ah, okay, also ich kann trotzdem von solchen Sachen kann ich trotzdem noch Schaden kriegen, auch in meinem Kreis. Wollte ich nur mal testen. Gut zu wissen. Also Gegner können nicht rein. Aber so AOE-Angriffe und solche Sachen, die mich spezifisch targeten, so Projektile und so, kommen anscheinend schon rein. Also es ist nicht ganz so super OP wie befürchtet oder gedacht, je nachdem. You want to save him. But who do the same to you? Spin and flush. Ja, einfach auf. Wo ich hinlaufe, auf. Scheiße. Der Angriff hält wirklich lange an und die Dinger machen massiv Schaden, wenn die mich treffen. Da kann ich wirklich nicht heilen zwischendrin.
Im Notfall ist die wieder was für nächste Aufnahme, weil ich auch schon wieder die Konzentration wie immer nachlässt jetzt. Nach ein paar Stunden aufnehmen. Verständlicherweise wohlgemerkt. Fängt schon wieder super an. In your sense of justice, and you can perceive all. Just have a try, will you? Die Dinger auch für eine Range. Master asked to keep you. Yield to your true self. Au. Sie greift auch in Drachenform an ab und zu. Gut zu wissen. Okay, ja, Projektile kommen wirklich noch rein. Ja, übertreib halt. Boah, jetzt hat sie weiße Haare. Es ist irgendwie finster und meine Frames sind kaputt. Kann ich dir helfen? Sie ist auch irgendwie ein bisschen größer, kann das sein? Ja! Puls. Master's right. Monkeys are set in their ways. Still, though, you'll never crack the gold symbol! Thank you.
you so long? Constipation? I was nearly cooked alive in there. Move it. Blasted eyesore. Wasn't even worth my second glance back in the court. That same look again. A furry coat and a pinched face. Luck's all you've got. Great, another mute. Whatever. Let's not dally. Now the turtle and I have shared a few tales. Den kenne ich auch aus dem Yellow Brow is not like the foes. That old monkey from Mount Quagua asked me to back you up here to save you from his ugly tricks. He told me that once we gather all six relics, we could bring Wukong back. Let's say I buy it for now. I'll go and catch up with him first. You take a look around. Ah, danke, ich darf mich umgucken. Und sie liegt jetzt hier einfach in der Gegend rum. Boah, wie schön sie ist. Nächstes dürfen wir sie uns jetzt nochmal ein bisschen genauer angucken. Hässliche Trulla. Oh. Ist ein bisschen schade um sie, finde ich. Aber sie hat sich halt ihren Meister ausgesucht. Oder wurde ausgesucht. Naja, sie hätte ja nicht gegen mich kämpfen müssen. Ich habe sie nicht gezwungen. So, wo war jetzt hier der Schrein wieder? For what deed must his head be hung for all to see? For what deed must the waters they governed roam free? For what deed must all matters not known how to be? For what deed must mercy's hand so woe upon thee? For what deed must the Scion One unto the shores flee? Evening light on snow, paths clear below, lightning strikes in flow, all happens before you. Hier gibt's einfach auch wieder einen Secret Drachenboss. Er angelt hier gemütlich. Blau-grüner Long. Der sieht auch schon wieder so cool aus. Und eigentlich wollte ich die Aufnahme schon längst beenden. Okay, ja, gut. Töte mich mal eben, aber ich versuche mir, ich gebe mein Bestes, mir zu merken, wo er ist. Er war jetzt nicht so weit weg. Dann machen wir das nächste Mal. Machen wir ihn das nächste Mal. Den Yaogai-König Blau-Grüner Long. Der auch schon wieder sehr cool aussieht. Es ist cool, wie viele verschiedene Designs denen einfallen. Jo, aber es ist spät, ich habe Hunger und wir haben heute schon wirklich viel erreicht. Dann sage ich wieder vielen herzlichen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den Blau-Grünen Long bekämpfen. Und gucken, was unser schweineköpfiger Freund mit der Schildkröte zu besprechen hat. Und bestimmt noch vieles, vieles mehr. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.